das jetzt, sonst verliere ich mein Recht. Der Junge, der sich ab heute nicht mehr versteckt, hört genau zu, sonst hört ihr nicht den Text. Ich bin nicht nur am Singen, ich präsentiere euch jetzt Rap-Optimismus. Davon hatte ich viel, positiv zu denken, das war da drin mein Ziel. Ja, ich saß zwar im Knast und ich durfte dann nicht raus, doch rund um die Uhr chillen in meinem Ferienhaus. Sag mir, was ist denn draußen so viel besser? Und kommt mir bloß nicht mit Facebook und Twitter, Mann. Erzähl mir nichts von Partys, Saufen und Co. Denselben Shit, den machten wir dort auch einfach so. Am Wochenende Umschluss, selbst Alkohol braun. Zum Gären den Alkohol und guten Plätzen verstauen. Das Weed rausholen, dann erstmal einbauen. Der einzige Nachteil, es gibt keine Frauen. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. Hier in meinem Ferienhaus. 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 Hier im Knast bekommst du alles, Testo, Weed oder Spice. Sobald du mal was brauchst, sag mir einfach Bescheid. Zahlen tust du hier allerdings nicht mit deinem Schein. Trag mir beim Einkauf einfach 1, 2, 3 Schachteln ein. Ich war nicht nur am Kiffen, nutze die Zeit auch für die Schule. So bin ich nun mal, mach aus jeder Scheiße etwas Gutes. Sollte der Knast mir nicht eigentlich grundlegend verändern? Ja doch, alles und jeder scheint mich absichtlich dran zu hindern. Resozialisierung ist hier ein großes Wort. Aber wie soll man das schaffen an so einem abgefuckten Ort? Hier lernst du, wie es geht, hier ist, wirst du kriminell. Hier lernst du zuzuschlagen, so wie Klitschko und zwar schnell. Sicherlich ist erst am Anfang eine miese Zeit. Bist du schwach, fängst du in der ersten Nacht an zu weinen. Doch irgendwann begräbst du dein Leid und verstehst, der Knast ist für dich der Hauptpreis. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. Hier in meinem Ferienhaus. 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 Ich steh nackt vorm Beamten, er glotzt mir auf den Schwanz. Ich bin mir sicher, gleich tanzt er einen Freudentanz. Doch er sagt, rutsch dir in die Hocke und dann husten. Warum? Ja, du hast bestimmt etwas in der Luke. Was soll da denn sein? Ja, Drogen vielleicht. Wie kommen die da denn rein? Ja, geschoben vielleicht. Nein, so ein Scheiß mach ich nicht. Mann, ich bin hintenrum immer noch Jungfrau, Bitch. Okay, Spaß beiseite, Jungs, hört mir zu. Der Knast auf Dauer, er tut euch nicht gut. Er fängt an, euch an der Psyche zu kratzen. Dann kommt ihr raus und kauft euch plötzlich 10.000 Katzen. Geht euren Weg, aber bitte geht ihn gerade. Andernfalls wäre es zu schade. Ich hab verkackt, ich hab mein Leben links versaut. Doch tut mir ein Gefallen und tut es nicht auch. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. Jetzt bin ich zwar frei, doch vielleicht schau ich irgendwann nochmal vorbei. Denn insgeheim war das ne wunderschöne Zeit hier in meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. In meinem Ferienhaus. Hier in meinem Ferienhaus.